würde gerne. Igitt! So. Du ein Ärger! Wie soll ich dem König seine geliebte Pfifferlingssuppe zubereiten, wenn sich in der ganzen Burg nicht ein einziges Korn Salz mehr auftreiben lässt? Was? Kein Salz? Ohne Salz kann ich keine Spezialkraftknödel zubereiten. Na, dann musst du wohl welches besorgen. Okay. Und wenn du schon dabei bist, bring mir welches mit. Für das Rezept brauchen wir 9 plus einen für mich, macht 10 Salzbeutel insgesamt. Okay. Bestimmt müssen wir da bis dahin dann wieder Geld sammeln, damit wir das bezahlen können. Und links, und links, und links, und links. Nochmal. Okay. Können wir in der Zeit nie was machen? Doch. Nee. Okay, also müssen wir wahrscheinlich zur Gewürzfrau. Äpfel. Kauft knackige Äpfel, ihr Leute! Ich will keine Äpfel. Was ist das denn? Salz. Du willst Salz? Warum ist denn das jetzt gerade so dunkel? Ich habe eine Menge Salz. So viel, dass es mir keinen Spaß macht, es zu verkaufen. Spielen wir drum. Oh nein. Unverkäuflich. Der Salzhandel ist heute reine Glückssache. Mal sehen, mit welchem Bein du aufgestanden bist. Ich kann mir das doch nie merken. Beim Ritterwürfeln brauchst du auch etwas Glück. Ach gut. Dann kannst du von der Marktfrau 7 Salzbeutel gewinnen. Das Kniffel? Es geht darum, möglichst viele gleiche Würfelbilder zu sammeln. Du würfelst zuerst. Das war so Klicke mit der Maus auf Spiel. Den Würfelbecher und halte die Taste so lange gedrückt, wie du würfeln möchtest. Okay. Wenn du die Maustaste loslässt, siehst du, was du gewürfelt hast. Das war ein guter Wurf. Du hast jetzt schon 2 Sechsen. Klick auf die 2 Würfel mit den Sechsen, um sie zu behalten. Mit den übrigen Würfeln kannst du jetzt noch 2-mal würfeln und weitere Sechsen sammeln. Du kannst aber auch mit allen 5 Würfeln weiter würfeln, wenn dir der Wurf nicht gefallen hat normal. Und du lieber etwas anderes sammeln willst. Straße machen wir ja nicht. Schade, aber einen Wurf hast du noch. Glück gehabt, das war ein guter Durchgang. Du hast 4 Sechsen erwürfelt. Die musst du nun setzen. Klicke hierfür den Würfel mit der 6 in deiner Wertung an. Okay. Jetzt ist die Marktfrau an der Reihe. Nee, dann mache ich das jetzt. Fange ich jetzt schon mal an. Okay. Das schaffe ich. Ich fange dann tatsächlich mit der 6 auch an. Jetzt mal sehen. Das gewinne ich. Ja, cool. Wird das etwa eine Glückssträhne? Aha. Und wie oft müssen wir gewinnen? Nur einmal? Pass auf. Boah, geil. Na, warte. Jetzt mal sehen. Ah, schade. Na, was sagst du jetzt? Mhm. Eieiei. Tja, war nicht so geil wie bei mir, ne? Pass auf. Die 4 oder die 1? Jetzt mal sehen. Das gewinne ich. Schade. Das kann ja nur besser werden. Eieiei. Tja, aber die kommen ja mehr als 2 nicht hinaus. Bisschen extra so programmiert. Das schaffe ich. So, die 4. Pass auf. Hä? Hab ich eigentlich noch mal würfeln? Abwarte. Hab ich irgendwie einmal zu viel gedrückt anscheinend. Aha. Das gewinne ich. Und die habe ich schon. Die habe ich alle schon. Jetzt mal sehen. 2 habe ich noch nicht. Das schaffe ich. Gott sei Dank. Mensch, hast du ein Pech? Aber du oder was? Ha. Muss ich noch die 5 vielleicht haben. Eieiei. Na, warte. Hab ich nicht jetzt schon gewonnen? Nee, hab ich schon nicht. Jetzt mal sehen. Hol aus. Aha.
gewonnen. Alle Achtung. Du bist aber ganz schön gewieft. Oh ja. 7 Salzbeutel hast du mir abgeknöpft. Brauche ich aber nicht noch mehr? Ah, eine Zauberkugel. Vielleicht kannst du hier was über Laura erfahren. Vorwärts, meine Kleine. Schneller, ich habe ein hübsches Kleidchen für dich hergerichtet. Das wird dir noch leid tun. Du wirst schon sehen. Alex wird kommen und mich befreien. Ich weiß es. Also wir müssen nachher den Schleifen anscheinend folgen. Da kriege ich ja richtig Angst. Er wird mich aus diesem Käfig rausholen. Selbst wenn er es bis hierher schaffen sollte, kommt ihr hier auch nicht mehr raus. Ich habe den Ausgang mit einem magischen Band verschlossen. Ja. Oh, danke. Habe ich jetzt einen ganzen Sack voll? Nun sammelst du Salz und kannst sehen, wie viel Beutel du... Das heißt, ich muss jetzt Salz suchen. Okay. Salz, Salz, Salz. Kann ich noch was? Bei den Rittern gab es Schlangen. Alles klar. Oh, ich wollte auf den Sack klicken. Okay. Alles klar. Hat hier Multitalente hier oder was? Nochmal? Oh nein, das haben wir schon geguckt. Also muss ich jetzt noch den restlichen Salz suchen. Pilze! Frisch aus dem Wald und wohl bekömmlich! Irk. Ich gibt's da oben ja Salz. Gibt's hier Salz? Ein Salzbeutel in einem Füllhorn? Na, den kann ich brauchen. Ist hier auch drin? Wie viel brauche ich noch? Wie viel brauche ich noch? Einen, oder? Ja. Hätte ja sein können. Man muss alles ausprobieren. Wie geil! Von den fleißigsten Hennen im Königreich. Und noch ein Salzbeutel. Für die Kraftknödel muss das reichen. Also schnell zur Köchin. Und hatte die jetzt auch schon noch genügend? Eigentlich fällt mir gerade so ein. Ich habe dir schon mal den Topf für deine Spezialkraftknödel aufgesetzt. Danke. Hast du mir Salz mitgebracht? Ich weiß nicht, ob ich es nicht selber brauche. Was? Du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Willst du, dass der König sich einen Leibkoch sucht und mich vor die Tür setzt? Schon gut, schon gut. Hier, ein Beutel Salz für die Leibköchin des Königs. Hoppala. Hoffentlich war das nicht zu viel. So, und jetzt werden die Kraftknödel gekocht. Aber erst musst du die Gewürze mahlen, wenn die Knödel was werden sollen. Hier ist die Gewürzmühle. Wo? Da? Jetzt musst du die Gewürze für die Kraftknödel mahlen, damit die Köchin sie für dich zubereiten kann. Das funktioniert so. Durch den Mörser rollen unterschiedliche Gewürzkörner in verschiedenen Farben. Auf der Spitze von deinem Stößel liegt ein Gewürzkorn. Ja, das habe ich früher voll gerne gespielt. Schieße nun mit deinem Korn auf mindestens 2 Körner der gleichen Farbe. Dafür klickst du mit der Maus auf die Körner, die du treffen willst. Treffen mindestens 3 gleichfarbige Körner aufeinander. Ich will. Aber wann habe ich gewonnen? Shit. Achso, das geht erst bei 3 weg. Alles klar. Thank you.
Hätte das geht dann auch kaputt. Jawohl. Sehr gut. Alle Gewürze sind gemahlen. Das war bald einfach. Hier ist ein Sack. Ich habe die Kraftknödel schon für dich gekocht. Jetzt kannst du dich auf die Reise zur Drachenfestung machen. Und vielleicht helfen sie dir ja, den Drachen zu besiegen. Ich finde dieses krasse Hochdeutsch echt nervig übrigens, was sie da sagen. Viel Glück, Alex. Ich meine natürlich Ritter Alexander. Und bring mir etwas Salz mit. Lauras Schicksal liegt jetzt in deinen Händen, Alex. Ein einziger Befrei Ritter. Befrei sie aus Grimbarts Gewalt, damit wir endlich wieder fröhlich sein können. Und danach heiratet ihr, obwohl ihr Geschwister wahrscheinlich Tschüss. Seid. Tschüss, ich werde Laura bestimmt zurückbringen. Es ist schön, den Pixeln dabei zuzugucken, wie sie sich bewegen. Schon richtig viele Kinder aber Angst vorgekriegt. Und der chillt da, während der angetrabt kommt. Schmeißt immer so einen Knödel hin. Wie soll ich nur an diesem Ungeheuer vorbeikommen? Schmeißt einen Knödel? Meine Kraftknödel. Die hebe ich mir besser für später auf. Irgendwie muss ich den Drachen austricksen. Wenn ich aus den verschiedenen Teilen, die hier verstreut sind, eine Kanone bauen könnte. Zufälligerweise. Vor dir siehst du verschiedene Einzelteile einer Kanone. Setze sie so zusammen, dass aus den einzelnen Teilen wieder eine gebrauchsfertige Kanone entsteht. Okay. Klicke dazu auf die einzelnen Teile und ziehe sie. Nicht spoilern, ich will jetzt selber spielen. Das passt. Na also. Klappt doch. Na also. Das wird nichts. Das so, passt. Ich schon nicht gehabt. Na also, klappt doch. Gratuliere, die Kanone ist fertig. Jetzt kannst du es bestimmt mit dem feuerspeienden Drachen aufnehmen. Ja, ohne Kanone. Ohne Kugel, meine ich. Na also, aber was nutzt mir das ohne Munition? Da komme ich hin. Die ist viel zu schwer. Das funktioniert nicht. Also muss ich jetzt doch die Kraftknödel nehmen. Natürlich, der König hat doch gesagt, dass Drachen eine Vorliebe für die Kraftknödel haben. Dann soll er auch was sind welche denn Kraftknödel? Bekommen. Ganz normale Knödel oder was? Oder der Drache ist hungrig. Aber warum hat das mal eine andere Farbe? Gerade eben war das doch heller, oder? Damit er seinen Appetit auf Ritter verliert. Dazu musst du versuchen, die Knödel mit der Kanone in das Maul des Drachen zu feuern. Klicke mit der Maus auf die Kanone. Mit dem angezeigten Pfeil kannst du die Schussrichtung bestimmen. Wenn du mit gedrückter Maustaste an dem Pfeil ziehst, änderst du die Schussstärke. Die Schussstärke kannst du an der Länge und der Farbe des Pfeils ablesen. Wenn du die Maustaste loslässt, wird der Knödel abgeschossen. Während der Zeit, die dir zur Verfügung steht, muss der Drache 10 Knödel fressen, damit er besänftigt ist. Das wird dir schmecken. Beweg dich doch nicht. Du nimmst aber jetzt ganz genau, ne? Das mit der Maus aber ganz schön scheiße. Nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen, weil die Maus halt auch sehr ruckelt. Das waren jede Menge Kraftknödel. Habe. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich doch selber keine mehr. Oh.
Ich habe es geschafft. Der Drache ist besiegt. Naja, der schläft zumindest. Der rülpst und schnarcht. Statt einfach an dem irgendwie vorbei über den Hals zu treten oder so. Keine Angst, Laura. Jetzt bin ich gleich bei dir. Dann geh doch.